Herzlich willkommen bei der letzten Ausgabe des Jahres unserer FPÖ-TV-Informationsserie Der schwarze Faden. Bevor dieses Jahr 2020, das sehr herausfordernd für uns alle war, endlich zu Ende geht und wir hoffen und wir alle hoffen, dass das Jahr 2021 unter besseren Vorzeichen startet, wollen wir trotzdem die Zeit nutzen, um einen Jahresrückblick darüber zu geben, was sich parlamentarisch und vor allem im Ibiza-Untersuchungsausschuss getan hat. Und ich freue mich sehr, dass ich die zwei FPÖ-Vertreter dieses Ibiza-Untersuchungsausschusses hier heute im Studio begrüßen kann. Es ist das der Fraktionsvorsitzende Christian Hafenecker. Servus. Hallo, grüß dich. Und unsere Susanne Fürst. Servus, die ebenfalls im letzten halben Jahr, seit Juni, seit dieser Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufgenommen hat, hier mit Hochdruck daran gearbeitet haben, die wahren Hintergründe der Korruption in diesem Land aufzudecken. Und nicht umsonst heißt unsere Sendung Der schwarze Faden, weil es geht natürlich hier auch vor allem um schwarze Netzwerke, um ÖVP-Netzwerke. Sehr moderne ÖVP-Vertreter würden sagen, um türkise Netzwerke, aber im Endeffekt sind es natürlich schwarze Netzwerke. Und da bin ich gleich beim Thema, lieber Christian Hafenecker. Begonnen hat dieser Untersuchungsausschuss eigentlich mit einer Diskussion, wo es darum ging, kann dieser Präsident, der Nationalratspräsident ist, dieser Präsident Wolfgang Sobotka, kann der überhaupt auch Vorsitzender des Untersuchungsausschusses sein? Er ist ja nicht ganz unbeteiligt an diesen ganzen Vorkommnissen und wenn man sich die Akten anschaut und durchliest, kommt er ja recht prominent vor. Und du warst ja einer derjenigen, die immer wieder gesagt haben, nein, also so geht das nicht. Der Wolfgang Sobotka sollte sich von sich aus zurückziehen. Warum sollte er das tun? Naja, wir haben jetzt gelernt in diesem Jahr im Untersuchungsausschuss, dass der Wolfgang Sobotka tatsächlich das Synonym für die Vereinspolitik der ÖVP ist. Das heißt, für das ganze Vereinsnetzwerk, das die ÖVP ja massiv ausgebaut hat und betreibt, wo verschiedene Spender Geld einbezahlen und so weiter und so fort. Ja, und warum wir gegen Wolfgang Sobotka waren, war ganz klar, weil er bereits am Beginn des Untersuchungsausschusses schon mit sehr, sehr vielen Akten, in sehr, sehr vielen Akten erwähnt worden ist, als Chef des Alois Mock-Instituts. Sein Institut, das vor allem von der Novomatic immer wieder auch Sach- und auch finanzielle Zuwendungen bekommen hat. Und wie gesagt, im Moment, also jemand, der genau so ein Netzwerk aufklären soll, ein Untersuchungsausschussvorsitzender, der natürlich auch seinen Beitrag zur Aufklärung leisten muss, ist ja wohl nicht die richtige Person, wenn sie selbst in diesem Vereinsnetzwerk drinnen steckt. Jetzt hat aber der Wolfgang Sobotka zumindest am Beginn des Ausschusses immer wieder bestritten, dass es da überhaupt Spenden gegeben hat. Er hat da von Inseraten gesprochen, die bezahlt wurden. Und ganz interessant, und das wollen wir uns jetzt gleich in einem Einspieler anschauen, er hat ja letzte Woche bei einem Interview mit einem österreichischen Privatsender, mit OE24.tv, eine sehr interessante Darstellung seiner Sichtweise gegeben. Und die schauen wir uns jetzt bitte mal ganz kurz gemeinsam an. Erstens habe ich nie Spenden genommen. Ich hätte sie genommen, weil ja, sie rechtmäßig... Halt Inserate oder wie immer sie es bezeichnen. Sie kennen das Geschäft. Ja. Ja. Fürs Inserat gibt es ein Gegengeschäft, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Christian, läuft es wirklich so? Genau, das sieht man ja, wie die ÖVP eigentlich tickt. Man sagt, wie wenn das das Selbstverständlichste der Welt wäre, dass Inserate natürlich auch zu Gegenleistungen führen. Moment einmal, also das ist genau das, was wir eigentlich im Untersuchungsausschuss herauszuarbeiten versuchen. Und es spannt ja auch den Bogen zur derzeitigen Arbeit der Regierung, die auf der einen Seite Agenturen, aber auf der anderen Seite auch entsprechende Inserat-Etats in der Höhe von 210 Millionen Euro locker machen, um genau das zu tun, was der Herr Sobotka gesagt hat, sprich sich die Medien einzukaufen oder zumindest eine positive Berichterstattung zu erhalten. Ja, und so läuft es auch in allen anderen Bereichen. Ich bin froh, dass der Wolfgang Sobotka eigentlich hier mal die Karten am Tisch gelegt hat und uns gezeigt hat, wie die Schwarzen eigentlich ticken. Ja, er hat zumindest sein Herz in dem Fall auf der Zunge getragen. Da sind wir ja mitten in diesem Zentralvorwurf, Susanne, der ja eigentlich am Beginn des Untersuchungsausschusses Richtung FPÖ formuliert wurde, weil man hat ja gesagt, die FPÖ als Regierungspartei hat Spenden genommen, hat Geld genommen und dafür Gesetze gemacht und politische Posten bekommen. Susanne, ein halbes Jahr Untersuchungsausschuss. Haben sich diese Vorwürfe bestätigen lassen? Ein halbes Jahr später und die Sache sieht völlig anders aus. Ergänzend darf ich jetzt nur sagen zum Ausschussvorsitzenden Sobotka, dass das auch wirklich aus juristischer Sicht eine Lachnummer ist, dass er noch Vorsitzender ist. Also das war, glaube ich, wirklich noch nicht da. Weil wenn man sich denkt, dass rein von der Geschäftsordnung her der Vorsitzende natürlich eine Äquidistanz zu allen Auskunftspersonen haben muss, die da erscheinen. Also davon kann wirklich nicht die Rede sein. Natürlich kennt er viele Personen da aus dem politischen Alltag und den Bundeskanzler
Finanzminister und so weiter, da ist auch nichts dagegen zu sagen oder auch sozusagen, es kommen da auch Personen aus der eigenen Partei, aber so wie beim Ausschussvorsitzenden Sobotka, der da ehemalige Mitarbeiter wieder trifft, die von ihm zur Novomatic gewechselt sind oder eben auch andere Auskunftspersonen, mit denen er, würde ich einmal sagen, ein sehr reges, einen regen gesellschaftlichen Austausch gehabt hat, dass er hier den Ausschuss vorsitzt, ist wirklich also schon also eine einmalige Sache. Und das war jetzt nicht nur Oppositionsgetöse, dass man sich da, dass wir das immer wieder thematisiert haben, sondern hier ist einfach kein objektiver, unabhängiger Ausschussvorsitz gegeben. Man macht ja international auch schon lustig mittlerweile drüber. Ja. Ich war vor kurzem in der Bundesrepublik Deutschland, die haben gesagt, das ist ja unglaublich, das würde in Deutschland nie funktionieren sollen. Ich würde noch gerne über den Sobotka weiterreden, aber können wir zuerst ganz kurz diesen Themenbereich abschließen. Vorwurf an die FPÖ. Wir bekommen als FPÖ Spendengelder, um Gesetze zu machen. Das war einer der Vorwürfe. Was ist davon übrig? Nein, das sieht jetzt ein halbes Jahr später vollkommen anders aus. Dieser angebliche FPÖ-Novomatic-Deal, der ja im Zentrum des U-Ausschusses gestanden hat, dieser Vorwurf, hat sich völlig in Luft aufgelöst. Man kann es nicht anders ausdrücken. Es hat ja geheißen, Novomatic möchte Glücksspiellizenzen haben, dafür ist eine gesetzliche Änderung notwendig. Das soll die FPÖ besorgen und dafür bekommt die FPÖ verschiedene Leistungen von Novomatic. Zum Beispiel stellt Novomatic einen FPÖ-nahen Kandidaten, schlägt ihn vor als Vorstandsmitglied bei der Casinos Austria AG oder es kommen fließen andere Gelder. Dies alles hat nicht stattgefunden, nachweislich nicht stattgefunden. Es gab den FPÖ-nahen Kandidaten Peter Sidlo, der hier als völlig unqualifiziert und ungeeignet hingestellt wurde. War auch einer der großen Vorwürfe im Vorfeld. War einer der großen Vorwürfe. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich von einem Dutzend Auskunftspersonen bestätigt worden, dass er ein geeigneter Kandidat für den Finanzvorstand der Casinos Austria war. Er wurde nominiert von der Novomatic. Das wurde also völlig zu Unrecht skandalisiert. Mhm. Ein Punkt. Der zweite Punkt war, dass der Staatssekretär Hubert Fuchs, Staatssekretär im Finanzministerium, für das Glücksspiel zuständig war, rein formal von der Geschäftsordnung her. Da hat man schon dazu sozusagen das Netz gesponnen. Aha, das wurde schon vorher so gemacht, so geschickt von der FPÖ. Er ist fürs Glücksspiel zuständig, daher kann er dann der Novomatic diese Gefälligkeiten erteilen. Na, mitnichten, ja. Also das Finanzministerium ist zuständig für die Vergabe von Lizenzen. Der Finanzminister Löger hätte das in den Ministerrat vorbringen können. Der Staatssekretär hatte da gar nichts mitzureden. Und noch dazu ist rausgekommen von verschiedenen Auskunftspersonen aus dem Finanzministerium, dass der Herr Staatssekretär überhaupt den Glücksspielagenten vollkommen außen vor gelassen wurde. Also es lief alles übers Kabinett vom Finanzministerium. Das heißt, kein FPÖ-Novomatic-Deal. Ich habe fast nur den Eindruck gewonnen, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, Susanne, aber dass die ÖVP hier ganz absichtlich eine Falle für den Hubert Fuchs gelegt hat, ja, um den im Fall des Falles zum Sündenbock zu machen. Aber eigentlich haben wir gesehen, dass Hubert Fuchs in dem Bereich gar nichts zu verantworten hatte, dass alles in der ÖVP war, wie du gesagt hast, ja, und dass schlussendlich auch die ÖVP, wenn es um Entscheidungen gegangen ist, die alleine getroffen hat, ohne Beiziehung von Hubert Fuchs. Richtig, so war es. Und hingegen hat sich viel mehr ein ganz anderes Muster dann eigentlich herauskristallisiert. Zu dem kommen wir jetzt ohnehin noch. Also ich kann das mal zusammenfassen. Du sagst, es hat sich gezeigt, es gab keinen FPÖ-Novomatic-Deal. Ja. Gab es irgendeine Auskunftsperson in diesem Untersuchungsausschuss, und es sind ja wirklich Dutzende jetzt gehört worden seit Juni, die diese Frage offen gelassen hätte? Gab es irgendeine Auskunftsperson, die gesagt hat, Moment, da gab es schon eine Absprache, da gab es schon einen Deal? Oder war diese Aussage jetzt so, dass man sagt, es gibt überhaupt keine Hinweise? Man kann sagen, dass es keine Hinweise für diesen FPÖ-Novomatic-Deal gegeben hat. Es hat keine einzige Aussage gegeben, die diesen Vorwurf bestätigt hat. Kontakte ja, weil Unternehmen haben Kontakte mit Politikern, auch mit den damaligen Regierungspolitikern von der FPÖ, aber keine Bestätigung in Richtung des FPÖ-Novomatic-Deals. Ganz im Gegenteil. Es wurde sogar ausgeschlossen. Es wurde ausgeschlossen. Was wir festgestellt haben, ist, dass es sehr viele Connections zwischen Novomatic und der ÖVP gegeben hat. Das kann man vielleicht summa summarum dann feststellen. Aber dieses nahe Verhältnis der FPÖ zu Novomatic war für mich überhaupt nicht erkennbar. Ja. Und im Übrigen hat es auch keine einzige Person gegeben, die in irgendeinem wesentlichen Gremium der Novomatic gesessen ist, die gleichzeitig FPÖ-Bezug hatte. Ja. Bei der ÖVP schaut es anders aus.
Die Krux ist ja auch, dass es diesen FPÖ-Novomatic-Deal, dass der ja gar nicht realistisch war. Der war ja gar nicht möglich, weil die FPÖ war in der Regierung, ja. Sie war aber der kleinere Koalitionspartner. Ich glaube, das weiß jeder, dass man als kleinerer Koalitionspartner keine Gesetze beschließen kann im Alleingang. Das heißt, es hätte immer der ÖVP benötigt, hier der Novomatic in irgendeiner Form entgegenzukommen. Und jetzt möchte ich noch einmal auf das zurückkommen. Es ist vorher kurz angesprochen worden, der Vorsitzende, der Wolfgang Sobotka, nebenbei auch Präsident des Alois-Mock-Instituts. Und du hast zuerst gesagt, das Alois-Mock-Institut war direkt Profiteur, hat mit der Novomatic offenbar Inseratsabsprachen gehabt, was auch immer mag sein. Der Wolfgang Sobotka spielt hier also als Vorsitzender eine sehr unglückliche Figur. Hat das eigentlich auch Auswirkungen auf den gesamten Parlamentsbetrieb? Was mir auffällt als politischer Beobachter ist ja, dass er zum Beispiel in den vergangenen Monaten, auch wenn er in seiner Funktion als Nationalratspräsident tätig ist, permanent hier aktiv wird, vor allem bei Rednern der Opposition. Ist das dem Umstand geschuldet, dass die Nerven blank liegen? Ich würde nicht sagen, also da würde man den Wolfgang Sobotka falsch einschätzen, wenn man sagt, dort liegen die Nerven blank. Der ist ein abgebrühter ÖVPler. Ich kenne ihn länger schon aus Niederösterreich, aus meiner Zeit als Landtagsabgeordneter. Ich glaube eher, dass es schon langsam ein Größenwahn ist, der sich hier breit macht. Und der Wolfgang Sobotka, da hast du vollkommen recht, agiert jetzt nicht nur im Untersuchungsausschuss so. Vielleicht war das sozusagen sein Labor, wo er mal versucht hat, wie viel hineingeht in so ein demokratisches Parlament und wie man das noch ausbreiten kann, seinen Machtanspruch. Ja. Und jetzt zieht er das durch, natürlich auch bei Nationalratssitzungen. Also die Susanne wird mir wahrscheinlich recht geben, aber wenn ich mir überlege, wofür er dann einfach aus politischer Motivation heraus oft Ordnungsrufe verteilt. Ja. Oder wie wir jetzt zum Beispiel erst vor kurzem wieder eine Hauptausschusssitzung hatten, wo er nicht einmal eine Wortmeldung eines Abgeordneten zugelassen hat. Ja. War interessant, hat der Herr Gesundheitsminister ganz kurz darüber referiert, wie die aktuelle Corona-Situation ist. Und noch bevor wir in die Diskussion gekommen wären, hat er die Sitzung beendet. Das zeigt ja, wie angewidert die ÖVP mittlerweile von dem parlamentarischen Betrieb ist und wie lästig er auch erachtet wird von der ÖVP. Und der Sobotka ist das Synonym dafür. Und er wird noch einmal den Vergleich auch bemühen. Ja. Also wenn wir ans Jahr 1934 denken, dann waren das genau Leute diesen Zuschnittes, die es so weit kommen haben lassen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, also die ÖVP hat offenbar ein Problem mit Parlamentarismus. Was wir in diesem Untersuchungsausschuss ja öfter gesehen haben, dass ja vor allem Vertreter, die der ÖVP zuzurechnen sind, sich nicht sonderlich auskunftsfreudig gezeigt haben, um es einmal freundlich und vornehm auszudrücken. Ich glaube, ganz an der Spitze dieser Liste steht zum Beispiel der jetzige Finanzminister Gernot Blümel, der ja da eine sehr unglückliche Figur abgegeben hat, aber auch andere. Wie hast du das als Fraktionsvorsitzender wahrgenommen? Ja, ich bin froh, dass also gerade die Demenz nicht so ansteckend ist, wie offensichtlich uns weisgemacht wird, dass es der Coronavirus ist. Weil ansonsten müsste die ganze ÖVP mittlerweile ohne Erinnerung sein, wenn sie alle mit dem Blümel Kontakt gehabt hätten. Nein, es war ein Theaterstück der Sonderklasse, wenn man sich 86 Mal an etwas nicht erinnern kann, was eigentlich in der jüngeren Vergangenheit liegt, so wie es bei meinem Blümel der Fall war, dann braucht man, glaube ich, nicht mehr weiter diskutieren. Ich habe damals im Untersuchungsausschuss gesagt, da hilft nur mehr der Amtsarzt und ich hoffe, dass er keinen Führerschein hat, weil er keine Marke entzogen, wenn jemand solche Gedächtnisschwierigkeiten hat. Und das kann ja auch krankheitsbedingt sein. Möchte nicht aus der Streit stellen. Auch die Geschichte mit dem Laptop. Das ist die ÖVP-Demenz. Die hat sich dann übrigens auch fortgesetzt auf den Innenminister Nehammer. Auch der hat ja gar nicht gewusst, wer bei ihm arbeitet. Wir erinnern uns an die Frage nach dem Kollegen Gerstl, Fraktionsführer der ÖVP. Der hat auch nicht genau gewusst, was der eigentlich in seiner sehr gut dotierten Akademikerrolle im Innenministerium macht. Also das war das Nächste. Dann ist die Demenzabteilung fertig gewesen. Dann ist die Arroganzabteilung gekommen. Da ist dann der Herr Bundeskanzler Kurz drinnen gesessen. Der dort, weiß ich nicht, wie die Reinkarnation von Buddha gesessen ist und die einzige Wahrheit, also gut, Buddha ist wahrscheinlich ein schlechter Vergleich bei den christlich-sozialen, nein, aber wirklich gottgleich dort gesessen ist und dort nur von oben herab wiederum vom Parlament angewidert uns da irgendwie belehrt hat. Das war der Herr Kurz, das war die Arroganzabteilung. Ja, und dann ist für mich eine sehr interessante Auskunftsperson gekommen, das war der Herr Benko. Der ist wirklich da gesessen wie ein Hauptschüler vor der Mathematikschularbeit mit zitternden Händen, ja, führt einen Weltkonzern immerhin, nicht? Hat sich das vorgefertigte Eingangsstatement da irgendwie heruntergezittert und gelesen und hat uns dann am Ende des Tages erklärt, dass er offenbar auch mit dem Herrn Finanzminister Blümel viel in Kontakt war, weil auch er hat ein ziemliches Demenzproblem gehabt und uns schlussendlich nicht viel sagen können. Das waren die ÖVP-Leute, die bei uns im Ausschuss waren, aber ich möchte auch an andere Personen erinnern, die da waren und da muss ich wirklich sagen, kann man alle anderen
Parteien zusammenfassen, egal ob es jetzt Leute der SPÖ oder SPÖ-nahe Personen waren, aber natürlich auch die Leute, die aus unserem Bereich geladen worden sind. Hier waren alle an der Aufklärung interessiert. Hier haben alle wirklich das am Tisch gelegt, was gefragt war. Ich kann mich erinnern, besonders der ehemalige Staatssekretär Fuchs, weil der hat dort, muss ich wirklich sagen, die war schon in einigen Untersuchungsausschüssen, der hat dort wirklich umfassend mitgearbeitet, hat dort wirklich Informationen auch mitgebracht. Das hat bis jetzt keine Auskunftsperson geschafft. Und das hat ja schlussendlich auch dazu geführt, dass sich offensichtlich der Fokus von anderen Parteien, vor allem von der FPÖ, ganz massiv der ÖVP verlegt hat. Weil hier merkt man offenbar, dass entweder ein massives Demenzproblem gibt oder dass die ÖVP über gewisse Netzwerke, die sie haben, einfach nicht sprechen will, weil man schlussendlich ja dann eigentlich auch auf die Schliche darauf kommen würde, was die ÖVP im Hintergrund wirklich treibt. Susanne, da möchte ich vielleicht dich noch fragen, weil das ja auch bei deiner Befragung interessant war. Es hat ja dann auch wirklich Hinweise gegeben, dass es Aufforderungen an diverse Personen, an Wirtschaftstreibende gegeben hat, zu spenden. Und zwar eben nicht direkt an die ÖVP, das wäre ja dann sogar der ÖVP zu peinlich, sondern die dann gesagt haben, na, man könnte ja ans Alois-Mock-Institut spenden. Ja, vielleicht kannst du uns da noch schildern, wie diese Befragung stattgefunden hat und vor allem auch, wie die Reaktion der ÖVP darauf war. Ja, also es hat tatsächlich hier ganz konkrete Hinweise gegeben, dass es solche Aufforderungen gibt. Man möge doch bitte hier an VP-nahe Vereine spenden. Wenn man irgendwelche gesetzlichen Wünsche hat, dann geht das vielleicht in Erfüllung. Zum Beispiel war das der Fall beim Leiter einer Privatkrankenanstalt, die da aufgenommen werden will in eine Gruppe, wo es eine bessere Verrechnung gibt, und dazu benötigt es eine gesetzliche Änderung. Und da hat es ganz konkret geheißen aus dem Umfeld der ÖVP, ja, man würde dem Anliegen dann doch vielleicht näher treten, wenn man da nicht an die ÖVP selbst, aber eben an nahe Vereine spendet. Also hier gab es wirklich massive Hinweise auf diese Vorgangsweise. Und darüber hinaus hatten wir überhaupt eine Reihe von auch offiziellen ÖVP-Spendern, auch noch aus dem Wahlkampf 2017. Ja. Und wo sich einfach aus dem Muster heraus dann schon ergibt, Spende und dafür Aufsichtsratsmandat oder diverse andere Gefälligkeiten und so weiter. Da wurde gespendet seitens des Unternehmers. Dann gab es hier ein Aufsichtsratsmandat für die Tochter, dafür die Ehefrau, ein Landtagsmandat. Also da haben sich schon viele Hinweise gegeben auf ein Verhaltensmuster, wo Spende und dafür dann ein Entgegenkommen. Es gibt da noch eine Hybridgeschichte, die das Bild vielleicht ein bisschen abrundet. Und zwar, das war der Herr Benko, den ich vorher erwähnt habe. Der ist mit zwei Grundstücksdeals, die nur unter Beihilfe der ÖVP funktionieren haben können, ja, über Nacht um 130 Millionen Euro reicher geworden. Das muss man ja mal klar herausarbeiten. Nicht? Was im Übrigen auch gleich in etwa der Summe entspricht, mit der Herr Benko dann in die Kronenzeitung eingestiegen ist. Nicht? Also auch hier gibt es gewisse Zusammenhänge, die nicht unspannend sind. Mittlerweile die Kronenzeitung, wir wissen, was die in unsere Richtung auch veranstaltet. Nicht? Also möglicherweise war hier eine Win-Win-Win-Situation. Ne? Auf der einen Seite hat die ÖVP keinen einzigen Euro in die Hand nehmen müssen, um schlussendlich bei der Kronenzeitung einen Einfluss zu gewinnen. Man hat nur die eine oder andere Unterstützung, auf amtswegige Unterstützung unter Anführungszeichen machen müssen, um dem Herrn Benko zu diesen beiden Deals zu verhelfen. Ja, und der Herr Benko hat einfach sein Immobilienportfolio massiv verbessert. Also insgesamt. Ja, beim Herrn Benko war es auch wirklich besonders auffällig, jemand, der alleine sich 10 Minuten mit seinem Anwalt beratschlagen muss, wie er die Frage beantwortet, wie viel Kontakt er mit dem Bundeskanzler Kurz hat. Also ich denke, das kann man eigentlich relativ leicht beantworten. Nicht? Entweder habe ich viel Kontakt oder wenig, oder man weiß ja, dass es Kontakt gibt. Aber wenn man sich 10 Minuten mit dem Anwalt berät, ist es auch eine Antwort. Ist es auch eine Antwort, genau. Ja. Wenn man aber sich jetzt sind das ja durchaus ernstzunehmende Vorwürfe, die auch hier formuliert werden. Und wir haben ja an sich in Österreich dafür auch die entsprechende Stelle in der Justiz, die sich genau mit diesen Dingen auseinandersetzt oder auseinandersetzen soll, nämlich die WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und diese Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft spielt in diesem gesamten Ibiza-Komplex, in dieser gesamten Finanzierungsgeschichte auch eine Rolle. Ich würde nicht sagen eine tragische Rolle, aber langsam wird es tragisch, denn die Chefin der WKStA, die Frau Ilse Vrabel-Sander, war eine der letzten Auskunftspersonen jetzt vor der Weihnachtspause. Und du hast sie befragt, Susanne. Und ich weiß nicht, vielleicht hat mich mein Eindruck getäuscht, ich habe mir das auch angeschaut, die Befragung. Ich hatte den Eindruck, dass die Frau Vrabel-Sander
zwar prinzipiell sehr viel zu sagen hätte, aber irgendwo nicht die Möglichkeit hatte, das zu sagen, was sie gerne sagen möchte. Hat mich dann mein Eindruck getäuscht? Nein, ich sehe es genauso. Sie stand offensichtlich unter sehr großem Leidensdruck, machte viele Anspielungen, konnte aber sozusagen nicht auspacken, offensichtlich. Ja, aber sie hat zumindest eine Sache gesagt und die beschäftigt mich eigentlich seit zwei Wochen, weil vor rund zwei Wochen war diese Befragung. Sie hat gesagt, dass es eine politische Einflussnahme gegeben hätte auf das Ibiza-Verfahren. Und was kann sie damit gemeint haben? Ja, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft war ja von Anfang an in dieses Ibiza-Ermittlungsverfahren eingebunden. Sie waren zuständig für die vor der Kamera sozusagen geäußerten Korruptionsvorwürfe. Und da hat sich aber dann herausgestellt bei dem Verfahren, dass sie da nicht unabhängig, ungestört ermitteln konnten. Das haben mehrere Auskunftspersonen von dieser Staatsanwaltschaft auch bestätigt. Man sei hier unter Druck gesetzt worden, hat sie immer wieder auch mit Blick dann auf die ÖVP-Abgeordnetenseite sozusagen deponiert. Man ist mit Berichtspflichten überhäuft worden, also man wurde beschäftigt und dann aber von den wichtigen Erkenntnissen eigentlich wieder dann ausgeschlossen. Zum Beispiel hat er die Ermittlungen dann durchgeführt, zum großen Teil die SOKO-Tape-Sonderkommission hier eingesetzt worden unter der Leitung von Andreas Holzer, der beauftragt war auch mit dem Auffinden des Videos. Nun wissen wir alle, das ist dann gefunden worden. Er hat, weiß ich nicht, wen aller verständigt, auf jeden Fall die Medien, aber die Staatsanwaltschaft, die Leiterin der WKStA, die Frau Wabel-Sander, als Herrin des Verfahrens, als Auftraggeberin, die wurde nicht verständigt. Also das hat auch nicht. Richtig, und der Innenminister auch erst viel später. Also das wirft dann schon ein Licht auf diese Ermittlungen, die hier geführt werden. Sie hat auch schon, aus ihren Aussagen konnte man hier schon herausfiltern, dass sie hier wirklich ein bisschen ins Eck gestellt wurde und ihr gegenüber so eine Front steht, die man dann eigentlich wirklich fast als schwarzer Faden auch bezeichnen muss, von dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, der da immer hineingefunkt hat, über Sektionschef Pilnacek aus dem Justizministerium und bis eben zum Leiter der SOKO, Andreas Holzer, die sich alle irgendwie da anscheinend freundschaftlich sehr gut verstehen. Und sie äußerte da eigentlich Befangenheitsvorwürfe, die aber offensichtlich alle im Sand verlaufen sind und denen nicht nachgegangen wurde. Das sind jetzt eigentlich sehr massive Vorwürfe. Sie hat eine, wenn ich das richtig verstanden habe, der Staatsanwaltschaft Innsbruck ein laufendes Verfahren beigefügt. Auch diese Vorwürfe, was damit ist, wissen wir nicht. Das ist alles, das sind alles Verschlussakten. Aber es ist ja schon bezeichnend, wenn eine Leiterin einer Staatsanwaltschaft, die zur Bekämpfung der Korruption in dem Staat eingerichtet wurde, sagt, dass politischer Druck ausgeübt wird. Da muss ich sagen, da sind wir ja nicht mehr allzu weit entfernt von irgendwelchen Bananenrepubliken. Nein, das ist ein äußerst trauriges, tragisches Bild. Aber man muss ja sagen, das deckt sich ja auch mit dem, was man eben so dann in den Akten sieht oder so, wenn man an die SMS-Geschichte denkt, an die Chats, wo man den Eindruck bekommt, ja, der HC Strache hat offensichtlich nur einseitig kommuniziert. Richtig. Er hat rausgeschrieben, aber es gab... Aber es gibt keine einzige Antwort vom Bundeskanzler Kurz. Das heißt, da sieht man schon... Da hat wer die Hand drauf gehabt, sozusagen, genau. Was geht raus und was nicht. Das ist eine wesentliche Aussage, da hat jemand die Hand drauf gehabt. Und bei dem sogenannten Ibiza-Video hat ja auch jemand die Hand drauf gehabt, jetzt wissen wir, seit letzter Woche. Der Verwaltungsgerichtshof hat festgestellt, dieses Video ist ungeschwärzt dem Ausschuss zu übergeben. Christian ist schon da. Das ist natürlich eine scherzte Frage. Natürlich ist es noch nicht da, so wie wir mit dem Video auch monatelang an der Nase herumgeführt worden sind. Es ist nicht da. Ich bin gespannt, wann es kommen wird und was vor allem in dieser Dreiviertelstunde drauf ist, die uns ja jetzt bis jetzt vorenthalten worden ist. Da gibt es ja die Lücke auf der einen Seite nicht nur im Video, sondern auf der anderen Seite auch in den Transkripten. Also da sind wir jedenfalls gespannt und das zeigt halt einfach, wie einseitig und wie beeinflusst die Ermittlungen geführt werden. Und wenn wir jetzt auf europäischer Ebene rechtsstaatliche Prinzipien von irgendwelchen Nachbarländern einfordern, ja, dann glaube ich, sollte man bei uns selbst anfangen, das nur nebenbei. Aber wesentlich ist ja, und das ist vielleicht eine Neuigkeit der letzten Tage, der sogenannte Ibiza-Detektiv, der Herr Julian H., wurde jetzt in Berlin eigenartigerweise doch noch festgenommen, nachdem man ein Jahr lang sich an der Nase hat herumführen lassen.
Und das Interessante ist, er wurde nur deshalb festgenommen, weil es Hinweise von rumänischen Behörden gegeben hat. Das ist ja alles nur mehr eine Karikatur dessen, was man sich unter einem vernünftigen Verfahren vorstellen kann. Ja, es gibt ja jetzt dann im kommenden Jahr drei Schwerpunkte, die wir aufarbeiten wollen. Das eine ist die Arbeit der Justiz. Da wird man sicherlich die Frage stellen müssen, warum der Herr H. zum Beispiel, der Ibiza-Detektiv, warum der vor wenigen Wochen noch bei einem Gerichtsverfahren in Krems aus dem Ausland zugeschaltet worden ist als Geschädigter und dort in den österreichischen Gerichtssaal übertragen worden ist, obwohl er eigentlich schon gesucht wird. Also da wird man mal schauen müssen, wie sowas eigentlich geht. Dann geht es um die Polizei, Ermittlungen, Sokotape und so weiter. Wir haben vorher darüber gesprochen. Und dann, der wesentliche Punkt, ist natürlich der Julian H. und all seine Hintermänner. Mhm. Julian H. ist für uns sicherlich einer der wichtigsten Auskunftspersonen, weil wir uns da ja hoffen, dass wir dann endlich einmal auch einen Überblick darüber bekommen, wer die Hintermänner sind, wer vielleicht die Finanziers sind dieser gesamten Aktion, wie umfangreich das eigentlich war und wie weit auch die Netzwerke gehen. Vom Julian H. gibt es natürlich eine direkte Verbindung zum Anwalt M. Der Anwalt M., der übrigens auch noch, um den Zustand der Republik wieder mal zu schildern, ja, der noch immer als Rechtsanwalt praktizieren darf, ja, der das Ibiza-Video verkaufen wollen und so weiter und so fort, Kontakt gepflegt zu dem Julian H. und so weiter. Also noch immer Rechtsanwalt in Wien, ohne dass man ihm da die Zulassung bis jetzt entzogen hat, finde ich hochspannend. Das ist der nächste Punkt, um den wir uns dann auch noch abarbeiten werden im nächsten Jahr. Und dann fehlt noch eine Person für mich und da sieht man, wie weit dieses Netzwerk ist. Wir haben auf der einen Seite den Julian H., den Detektiv, der sogar ein bisschen mit dem Bundeskriminalamt zusammenarbeitet. Ne? Dann haben wir den Rechtsanwalt M., der noch immer als Rechtsanwalt tätig ist, Dreh- und Angelpunkt für das Verteilen des Videos war. Und jetzt kommt der springende Punkt und dann gibt es noch die Ex-Lebensgefährtin vom Herrn M., vom Anwalt M. Und das ist eine sehr, sehr bekannte Redakteurin aus der Kronenzeitung. Auch die würde uns eigentlich sagen müssen, welche Wahrnehmung sie zu der ganzen Ibiza-Causa hat. Sie kommt auch immer wieder im Aktenbestand vor. Wundert mich, warum auch sie noch in dem Job sitzt, den sie noch immer inne hat. Und auch da hoffe ich mir, dass wir uns dazu durchringen können, dass wir auch diese Redakteurin noch vor den Untersuchungsausschuss bitten, um ihr auch die Gelegenheit zu geben, einmal diese ganzen Gerüchte, die herumschwirren, die ja bis hin zu einer Beteiligung ihrer Person in den ganzen Ibiza-Komplex reichen, dass auch sie sich da mal erklären kann und uns einmal sagen kann, ob diese Geschichten mit Drogenvorwürfen und so weiter und so fort, Ibiza-Mittäterschaft und einiges mehr, ob das alles irgendwie stimmt oder ob das komplett an den Haaren herbeigezogen worden ist. Also das wäre mir wichtig, die drei Komplexe, Justiz, Polizei und dann natürlich die Hersteller selbst. Das heißt, du von deiner Seite als Fraktionsvorsitzender hast da noch einiges für den Untersuchungsausschuss in Planung. Susanne, wenn wir jetzt einen Ausblick auf das politische Jahr 2021 geben können, wo siehst du deinen Schwerpunkt für das kommende Jahr, nämlich auch in deiner Rolle, die du ja gemeinsam mit dem Christian im Untersuchungsausschuss eingenommen hast, dass die Aufdecker, die hier durchaus mit Insiderwissen versuchen, der ÖVP einen Zahn zu fühlen. Wo ist die künftige Aufgabe der FPÖ als Aufdeckerpartei in dieser Republik? Ja, als Aufdecker sozusagen wird sich das, glaube ich, nahtlos hier anschließen an diesen Untersuchungsausschuss. Ich meine, wir kriegen alle mit, was da jetzt im Namen von Corona hier alles passiert und welche Vergaben hier vor sich gehen, immer unter dem Deckmantel, es ist sehr eilig und man kann hier keine ordentlichen Ausschreibungen machen. Ich erinnere nur an diese Vergabe der Massentests, der Schnelltests, die jetzt durchgeführt worden sind. Bundeskanzler Kurz macht eine Dienstreise in die Schweiz, kommt nach Hause auch mit Fotos, wo er zu sehen ist mit dem CEO, also Vorstandsmitglied von Roche. Zwei Tage später gibt die Generalsekretärin Gabi Schwarz-Gmünd, die Gesundheitssprecherin der ÖVP, bekannt, es wird jetzt Massentests geben. Und welche Überraschung, der Hersteller ist die Firma Roche. Obwohl es günstigere gegeben hätte. Und es hätte günstigere gegeben. Es war sozusagen überteuert und es war mitnichten unter sozusagen Einhaltung der Bestimmungen eines ordentlichen Ausschreibungsverfahrens. Also dieser schwarze Faden, der zieht sich nicht nur durch den Untersuchungsausschuss, der zieht sich jetzt auch rund um die Maßnahmen dieser angeblichen Bekämpfung der Corona-Pandemie, wobei man ja wirklich den Eindruck bekommt, es geht hier hauptsächlich um die Vorteile der ÖVP, Christian. Das zeigt ja wirklich ganz eigenartige Blüten. Ich möchte nur ganz kurz auf einen Abgeordneten des Niederösterreichischen Landtags verweisen,
der Herr Kollege Erber, ich war mit ihm im Landtag seinerzeit, ja, der ist mir immer aufgefallen als EDV-Experte mit einer EDV-Firma, dürfte aber auch irgendwie zu den Kriegsgewinnern unter Anführungszeichen mittlerweile zählen, denn plötzlich versorgt er seinen Parteifreund, jetzt sind wir wieder beim Präsidenten Sobotka, mit den Schnelltests fürs Parlament über seine EDV-Firma, ist ja klar, der hat immer schon eine Gesundheitskomponente dabei gehabt, nicht? Und kriegt auf der anderen Seite auch noch einen Auftrag exklusiv vom Land Niederösterreich in der Höhe von 1 Million Euro, wo es auch wiederum um Gesundheitsgeschichten rund um Corona geht. Ne? Man sieht also, wie flexibel die ÖVP eigentlich ist. Da wird der EDV-Unternehmer auf einmal zum Gesundheitsexperten und in der Mitte des Spinnennetzes sitzt wiederum einmal der, ich sage ja schon, der Saboteur des Parlaments, der Wolfgang Sobotka, und vergibt dann wieder freihändige Aufträge an seine Parteifreunde in Niederösterreich. Das ist so, wie die Republik eben momentan beieinander ist. Also, so wie du das darstellst, ist diese Republik fest in der Hand dieser schwarzen Krake. Ja, absolut. Der schwarze Faden zieht sich durch und der tiefe Staat, von dem wir bereits am Anfang nach der Durchsicht der ersten Akten gesprochen haben, leider Gottes hat sich dieser Eindruck noch verschlimmert und verstärkt. Und ich glaube, es braucht ganz dringend eine Aufklärungskraft wie die FPÖ, um diesen gordischen Knoten, den die ÖVP da rund um sich schon gestaltet hat, wieder zu zerschlagen. Ja, danke Christian. Das war das richtige Schlusswort für das Jahr 2020. Ich bedanke mich recht herzlich für euer heutiges Erscheinen hier im Studio unseres Polit-Talks Der Schwarze Faden. Es war eine sehr angeregte Diskussion. Ich möchte mich bei Ihnen zu Hause bedanken dafür, dass Sie uns das ganze Jahr lang über die Treue gehalten haben. Ich wünsche uns allen ein besseres, erfolgreicheres Jahr 2021, ein Jahr mit weniger Herausforderungen. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.